Was soll man tun, wenn man im Ramadan von der Familie eingeladen wird zum Iftar und dort Geschlechtermischung herrscht? Es kommt darauf an, welche Geschlechtermischung. Also, wer ist das? Ist das jetzt von der Familie, beispielsweise die Cousine, und man ist mit der gesamten Familie in einem Raum? Also, deine Tante ist da, dein Onkel ist da, deine Mutter ist da und die Cousine sitzt zum Beispiel ganz am Ende des Tisches. Und man sitzt am anderen Ende des Tisches und die islamischen Regeln werden eingehalten. Du bist niemals mit der Cousine alleine, ja, in einem Raum, denn sie ist eine fremde Frau für dich. Und du fasst sie auch nicht an, ihr schaut euch auch nicht an, weder sie dich noch du sie. Dann in dem Fall ist das erlaubt. Aber wenn jetzt beispielsweise einfach irgendwelche fremden Leute kommen und der holt seinen Freund und die holt ihre Freundin und so weiter, dann darf man natürlich nicht dorthin gehen. Was, wenn sich keiner von denen bedeckt und so gar laufen, falls dann nicht. Ja.